Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Der Mann mit den sieben Messern. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt, die hatten sie selbst erfunden. Wenn man darin kurbelte, spielte sie »Alles neu macht der Mai«. Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt und eben wollte sie weitermahlen, da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief, »Her mit dem Ding da!« Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte, und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. »Her damit, sage ich!« Aber Großmutter ließ sich nicht lange bange machen. »Erlauben Sie mal«, rief sie entrüstet, »wie kommen Sie da herein und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich?« Da lachte der fremde Mann, dass die Feder an seinem Hut nur so wackelte. »Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach.« Erst jetzt sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel und sieben Messer steckten. Da wurde sie blass und mit ängstlicher Stimme fragte sie, »Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz?« »Der bin ich«, sagte der Mann mit den sieben Messern. »Machen Sie keine Geschichten, das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle.« »Aber die gehört Ihnen doch gar nicht, Papalapap«, rief der Räuber Hotzenplotz. »Tun Sie gefälligst, was ich von Ihnen verlange. Ich zähle bis drei.« Und er hob die Pistole. »Bitte nicht«, sagte Großmutter. »Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man daran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied.« »Eben deshalb«, knurrte der Räuber Hotzenplotz. »Ich will auch eine solche Kaffeemühle haben, die ein Liedchen spielt, wenn man dran kurbelt. Geben Sie schon her.« Dort hat Großmutter einen tiefen Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie sonst auch tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm, sogar der Wachtmeister Dimpfelmoser. Und der war immerhin von der Polizei. »Also, warum nicht gleich?« Mit zufriedenem Grunzen ließ Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle in seinem Schnappsack verschwinden. Dann kniff er das linke Auge zu, schaute Großmutter mit dem rechten Auge scharf an und sagte, »So, und nun passen Sie mal gut auf. Sie bleiben jetzt hier auf der Bank sitzen und rühren sich nicht vom Fleck. Dabei zählen Sie leise bis 999. »Warum?« fragte Großmutter. »Darum«, entgegnete Hotzenplotz. »Wenn Sie bis 199 gezählt haben, dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen. Aber nicht ein Augenblick früher, das sage ich Ihnen, sonst können Sie was erleben. Verstanden?« »Verstanden«, lispelte Großmutter. »Und versuchen Sie nicht zu mogeln.« Der Räuber Hotzenplotz hielt ihr zum Abschied ein letztes Mal die Pistole unter die Nase. Dann schwang er sich über den Gartenzaun und verschwand. Kasperls Großmutter saß kreidebleich auf dem Bank vor dem Häuschen und zitterte. Der Räuber war fort und die Kaffeemühle war auch fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Großmutter endlich mit Zählen beginnen konnte. Sie zählte gehorsam bis 999. »Eins, zwei, drei, vier. Nicht zu schnell, nicht zu langsam.« Aber in der Aufregung verzählte sie sich so oft, dass sie mindestens ein Dutzend Mal wieder von vorne anfangen musste. Als sie schließlich doch bei 999 angelangt war, stieß sie einen gellenden Hilfeschrei aus und dann fiel sie in Ohnmacht. Der Polizei kann geholfen werden. Kasperl und sein Freund Seppel waren beim Bäcker gewesen und hatten eingekauft. Eine Tüte Mehl, etwas Hefe und zwei Pfund Zucker. Nun wollten sie noch in den Milchladen süßen Rahm holen. Morgen war Sonntag und sonntags gab es bei Großmutter Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. Darauf freuten sich Kasperl und Seppel die ganze Woche im Voraus. »Weißt du was?« sagte Kasperl. »Ich wünschte mir, dass ich der Kaiser von Konstantinopel wäre.« »Wieso?« fragte Seppel. »Weil ich dann jeden Tag Pflaumenkuchen mit Schlagsahne essen könnte.« »Ist denn der Kaiser von Konstantinopel jeden Tag Pflaumkuchen mit Schlagsahne?« Kasperl zuckte die Achseln. »Das weiß ich nicht. Aber ich, wenn ich Kaiser von Konstantinopel wäre, ich würde es ganz gewiss tun.« »Ich auch«, seufzte Seppel. »Du auch?« fragte Kasperl. »Ich fürchte, das geht nicht.«
Warum denn nicht? Weil es nur einen Kaiser von Konstantinopel gibt und nicht zwei. Und wenn ich schon der Kaiser von Konstantinopel bin, kannst du nicht auch der Kaiser von Konstantinopel sein. Das musst du doch einsehen. Machte Seppel. Dann müssen wir eben abwechseln. Du eine Woche und ich eine Woche. Nicht schlecht, meinte Kasperl, nicht schlecht. Doch da hörten sie plötzlich, wie in der Ferne jemand um Hilfe rief. Horch, fragte Seppel erschrocken. War das nicht Großmutter? Ja, das war Großmutter, sagte Kasperl. Was mag da passiert sein? Ich weiß nicht, vielleicht ein Unglück. Rasch, lass uns nachsehen. Kasperl und Seppel machten auf die Stelle kehrt und rannten nach Hause. An Großmutters Gartentür wären sie fast mit dem Wachtmeister Dimpfelmoser zusammengerumpelt. Auch er kam herbeigeeilt, weil er jemanden um Hilfe rufen gehört hatte. Könnt ihr denn nicht aufpassen, schimpfte er. Ihr behindert mich in der Ausübung meines Dienstes. Und das ist strafbar. Mit langen Schritten folgte er Kasperl und Seppel nach Hause. Im Garten fanden sie Großmutter vor der Bank auf dem Rasen liegen. Stocksteif lag sie da. »Ist es schlimm?« fragte Seppel und hielt sie mit beiden Händen die Augen zu. »Nein«, sagte Kasperl, »ich glaube, sie ist bloß ohnmächtig.« Vorsichtig trugen sie Großmutter in die Wohnstube auf das Sofa. Kasperl bespritzte ihr das Gesicht und die Hände mit kaltem Wasser. Davon erwachte sie. »Stellt euch vor, was geschehen ist«, sagte Großmutter. »Was?« fragten Kasperl und Seppel. »Ich bin beraubt worden.« »Oh, was Sie nicht sagen«, rief Machtmeister Dimpfelmoser dazwischen. »Beraubt worden Sie, wurden sind Sie? Von wem denn?« Vom Räuber Hotzenplotz. Augenblick mal, das muss ich zu Protokoll nehmen. Eifrig zückte der Wachtmeister seinen Bleistift und schlug das Notizbuch auf. Berichten Sie alles der Reihe nach, Großmutter, aber bleiben Sie streng bei der Wahrheit. Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell, dass ich mitschreiben kann. Und ihr beiden, er wandte sich an Kasperl und Seppel zu, ihr verhaltet euch mäuschenstill, bis wir fertig sind mit dem Protokoll, denn das ist eine Amtshandlung. Ist das klar? Nun erzählte die Großmutter alles, was geschehen war, und der Wachtmeister Dimpfelmoser schrieb es mit wichtiger Miene in sein Notizbuch. »Werde ich meine schöne neue Kaffeemühle wiederbekommen?« fragte die Großmutter, als endlich mit Schreiben fertig war und er das Notizbuch zuklappte. »Selbstverständlich«, sagte der Wachtmeister. »Und wie lange kann das dauern?« »Tja, das ist schwer zu sagen. Wir müssen den Räuber Hotzenplotz erst mal fangen.« Vorläufig kennen wir leider noch nicht mal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit 2,5 Jahren führt er die Polizei an der Nase herum. Aber auch ihm wird man eines Tages das Handwerk legen. Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Auf die rege was? Fragte Kasperl. Wachtmeister Dimpfelmoser blickte ihn tadelnd an. Mir scheint, du bist schwerhörig, Kasperl. Ich sagte, wir hoffen auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Was bedeutet das? »Das bedeutet, dass uns die Leute helfen sollen, dem Kerl auf die Spur zu kommen.« »Aha«, meinte Kasperl, »und wäre der Polizei auch geholfen, wenn jemand ihn fangen würde?« »Das wäre natürlich das Allerbeste«, versicherte Wachtmeister Dimpfelmoser und strich sich den Schnurrbart. »Aber was meinst du wohl, wer sich auf diese gefährliche Sache einlässt?« »Wir zwei«, sagte Kasperl, »der Seppel und ich. Machst du mit, Seppel?« »Klar«, sagte Seppel, »der Polizei muss geholfen werden. Wir fangen den Räuber Hotzenplotz.« »Aber so mir nichts, dir nichts, lassen Räuber sich nicht fangen.« Vorsicht, Gold. Großmutter hatte ein bisschen Sorge, aber Kasperl und Seppel blieben bei ihrem Entschluss. Sie wollten den Räuber Hotzenplotz fangen und Großmutter wieder zu ihrer Kaffeemühle verhelfen. Nur schade, dass sie nicht wussten, wo Hotzenplotz sein Versteck hatte. »Wir werden es schon hinauskriegen«, meinte Kasperl, und nachdem sie bis Sonntagnachmittag angestrengt nachgedacht hatten, fing er auf einmal zu lachen an. »Warum lachst du denn?« fragte Seppel. »Weil ich nun weiß, was wir tun müssen.« »Und was ist das?« »Du wirst es gleich merken.« Kasperl und Seppel holten die leere alte Kartoffelkiste aus Großmutters Keller und trugen sie in den Garten. Dann schaufelten sie die Kiste mit feinem weißen Sand voll. »Und nun?« »Nun den Deckel drauf.« Sie legten den Deckel auf die Kartoffelkiste und Kasperl holte ein Dutzend Nägel und einen Hammer. »Da, zunageln, Seppeln, aber so fest du kannst!« Seppel nickte und ging an die Arbeit. Gleich mit dem ersten Hammerschlag drosch er sich auf den Daumen. »Verflixt noch mal, tut das weh!« Aber er biss die Zähne zusammen und nagelte tapfer weiter, als sei er ein staatlich geprüfter Kartoffelkistendeckelzunagler. In der Zwischenzeit holte Kasperl den dicken Malerpinsel vom Speicher und rührte in einem Topf rote Farbe an. Als er mit dem Farbtopf und Pinsel zurückkehrte, hatte sich Seppel gerade zum 57. Mal auf den Daumen geklopft. Der Deckel war festgenagelt. »So, und nun lass mich mal ran«, sagte Kasperl.
Er tunkte den Pinsel tief in die rote Farbe ein, dann schrieb er zu Seppels grenzenlosen Erstaunen mit großen, weithin leuchtenden Buchstaben auf die Kartoffelkiste: Vorsicht, Gold. Was bedeutete das nun wieder? Seppel zerbrach sich den Kopf darüber, aber er konnte es nicht herausbringen. Weißt du was, meinte Kasperl, anstatt hier herumzuglotzen und Daumen zu lutschen, könntest du lieber den Handwagen aus dem Schuppen holen. Seppel lief in den Schuppen und brachte den Handwagen mit. Dann musste er Kasperl die Kiste hinaufheben helfen. Das war keine leichte Arbeit, sie schwitzten und keuchten dabei wie zwei Nilpferde. Stöhnte Seppel, und das am Sonntag. Nicht genug, dass es heute bei Großmutter keinen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne gab. Großmutter hatte aus Kummer um ihre Kaffeemühle nicht gebacken. Nun mussten sie auch noch schwer arbeiten. Aber sie schafften es schließlich doch. Und was nun? Fragte Seppel. Nun kommt die Hauptsache. Kasperl zog einen Bohrer aus der Hosentasche und bohrte ein kleines Loch in den Kistenboden. Als er den Bohrer absetzte, rieselte Sand heraus. So, sagte Kasperl zufrieden, das hätten wir. Er spitzte mit einem Taschenmesser ein Streichholz an, steckte in das eben gebohrte Loch und verschloss es wieder. Seppel hatte ihm kopfschüttelnd zugesehen. Entschuldige, sagte er, aber da komme ich nicht mehr mit. Nein, sagte Kasperl und lachte, es ist doch ganz einfach. Wir zwei fahren morgen früh mit dem Handwagen und der Kiste hinaus zum Wald. Dort liegt Hotzenplotz auf der Lauer. Wenn er uns kommen sieht, liest er die Aufschrift auf unserer Kiste und denkt, es ist Gold drin. Aha, meinte Seppel. Und dann? Dann will er die Kiste natürlich haben. Wir lassen uns überfallen und laufen davon. Hotzenplotz schnappt sich die Kiste und schleppt sie. Wohin wohl? Wie kann ich das wissen, Kasperl? Ich bin nicht der Räuber Hotzenplotz. Aber das lässt sich doch leicht erraten, Seppel. Er wird sie nach Hause schleppen in seinen Schlupfwinkel. Unterwegs aber läuft durch das Loch in der Kiste der Sand aus. Das gibt auf dem Waldboden eine feine Sandspur. Wenn wir nun wissen wollen, wo Hotzenplotz sein Versteck hat, brauchen wir nur dieser Spur zu folgen. Sie führt uns hin. Wie gefällt dir das? Das ist großartig, sagte Seppel. Das machen wir. Aber vergiss nicht, das Streichholz herauszuziehen, bevor wir weglaufen. Keine Sorge, rief Kasperl. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich denke daran. Und er machte sich einen großen Knoten ins Taschentuch. Denn Knoten im Taschentuch sind oft schon recht nützlich gewesen. Künstlerpech. Der Räuber Hotzenplotz nahm es mit seinem Beruf sehr genau. Im Sommer stand er wochentags immer pünktlich um 6 Uhr auf und spätestens um 8 verließ er die Räuberhöhle und ging an die Arbeit. Auch heute lag er seit 8 Uhr morgens hinter den Ginsterbüschen am Waldrand auf der Lauer und beobachtete durch sein Fernrohr die Landstraße. Aber inzwischen war es 9:30 geworden und noch immer hatte er keine Beute gemacht. Schlechte Zeiten, schimpfte der Räuber Hotzenplotz. Wenn das so weitergeht, muss ich mich allmählich nach einem anderen Beruf umsehen. Die Räuberei bringt auf die Dauer zu wenig ein und anstrengend ist sie außerdem. Er wollte sich eben, was er während der Arbeitszeit nur höchst selten tat, eine Prise Schnupftabak genehmigen. Da hörte er auf der Landstraße einen Handwagen knarren. Nanu, dachte Hotzenplotz, liege ich doch nicht etwa umsonst auf der Lauer. Und er griff statt zur Schnupftabaksdose wieder nach seinem Fernrohr. Draußen auf der Landstraße bogen zwei Leute mit einem Handwagen um die Waldecke. Auf dem Handwagen lag eine große Kiste. Die Kiste schien schwer zu sein. Die beiden mussten sich mit dem Wagen ganz schön abmühen. Der eine war übrigens dieser Kasperl. Ihn erkannte man ja von weitem an seiner Zipfelmütze. Und der andere? Nun, wenn einer von beiden der Kasperl war, dann konnte der andere nur sein Freund Seppel sein. Das wusste sogar der Räuber Hotzenplotz. Lieber wüsste ich freiwillig, was in der Kiste ist, dachte er. Aber halt, trug die Kiste nicht eine Aufschrift? Was stand da mit leuchtend roten Buchstaben draufgemalt? Vorsicht, Gold, las der Räuber Hotzenplotz, und er musste es gleich noch ein zweites und drittes Mal lesen, bevor er sicher war, dass er sich nicht getäuscht hatte. Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Endlich lachte ihm wieder das Räuberglück. Vielleicht sollte er seinen Beruf lieber doch noch nicht aufgeben? Hastig riss Hotzenplotz seine Pistole aus dem Gürtel und spannte sie. Er ließ Kasperl und Seppel mit dem Wagen auf wenige Schritte herankommen, dann sprang er mit einem Riesensatz auf die Straße hinaus. »Hände hoch!« brüllte Hotzenplotz. »Oder ich schieße!« Es wunderte ihn kein bisschen, dass Kasperl und Seppel sofort reiß ausnahmen. »Lauft nur, ihr beiden Helden!« rief er ihnen nach. »Hauptsache, dass mir die Kiste nicht wegläuft!« Er brach in schallendes Gelächter aus, schob die Pistole in den Gürtel zurück und machte sich daran, die Kiste gründlich von allen Seiten zu beschnüffeln.
Sie ist zugenagelt. Natürlich, es ist ja Gold drin. Ob ich sie wohl mal aufmache und hineinschaue? Na, lieber nicht. Ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Sicher sind Kasperl und Seppel zur Polizei gerannt. Nicht, dass ich Angst vor der Polizei hätte. Nein, bestimmt nicht. Ich bin ja der Räuber Hotzenplotz. Aber sicher ist sicher. Hotzenplotz lud sich die schwere Kiste kurzerhand auf den Rücken. Den Handwagen konnte er auf dem Weg durch den Wald nicht gebrauchen. Er stieß ihn mit einem Tritt in den Straßengraben. Prustend und schnaufend schleppte er seinen Raub durch das Dickicht in seine Höhle. Er hatte es mit dem Heimkommen so eilig, dass er gar nicht merkte, wie die Kiste auf seinem Rücken mit der Zeit immer leichter und leichter wurde. Denn Kasperl hatte im letzten Augenblick noch daran gedacht, das Streichholz herauszuziehen, und nun rieselte der feine weiße Sand ohne Unterlass durch das Loch im Kistenboden und bildete hinter dem Räuber Hotzenplotz eine dünne Spur. Daheim angekommen, stellte Hotzenplotz die Kiste auf den Tisch, und nachdem er den Eingang zur Räuberhöhle von innen verriegelt hatte, holte er Hammer und Zange aus dem Werkzeugkasten und machte sich daran, die Kiste zu öffnen. Da er ein sehr erfahrener Räuber war, der sein Handwerk von Grund aus verstand, dauerte es nicht lange, bis er den Deckel aufklappen konnte. Er beugte sich über die Kiste und blickte hinein. Da erstarrte er. War es zu fassen, in der Kiste lag nichts als ein Häuflein Sand, ganz gewöhnlicher, schäbiger, weißer Sand. »Ha!« schrie der Räuber Hotzenplotz zornig. »Man hat mich betrogen, man hat mich zum Narren gehalten!« Er packte mit beiden Fäusten seinen krummen Räubersäbel, stürzte sich auf die arme Kartoffelkiste und hackte sie kurz und klein. Auch den Tisch, der aus starken Eichenbohlen gezimmert war, schlug er in Stücke. Dann rannte er vor die Tür, weil er frische Luft brauchte. Aber was war das? Da führte doch eine feine Sandspur am Boden hin. Sie kam aus dem Dickicht und führte genau auf die Höhle zu. Hotzenplotz hätte kein so gerissener Räuber sein dürfen, um nicht sofort zu wissen, was da vor sich ging. Er stieß einen greulichen Fluch aus. »Der Kasperl und dieser Seppel wollen mich in das Licht führen«, knurrte er. »Aber jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt können die sich die zwei Burschen auf was gefasst machen. Rache, Rache!« Hauptsache gut verkleidet. Kasperl und Seppel waren nicht auf die Polizei gelaufen, sondern nur hinter die nächste Waldecke. Dort schlüpften sie in die Büsche und warteten. Als sie sahen, dass Hotzenplotz die Kartoffelkiste davon schleppte, waren sie sehr zufrieden. »Eigentlich kann einem der Mann ja leid tun«, sagte Seppel. »Wieso?« fragte Kasperl. »Weil er die schwere Kiste ganz allein so weit schleppen muss. Hoffentlich holt er sich keine Plattfüße.« »Der«, brummte Kasper, »von mir aus kann er sich krumm und dumm schleppen an dem Ding. Vergiss nicht, dass er ein Räuber ist und Großmutters Kaffeemühle geraubt hat.« Zur Sicherheit blieben sie eine Weile in ihrem Versteck an der Waldecke liegen. Dann kehrten sie vorsichtig nach der Stelle zurück, wo sie Hotzenplotz überfallen hatte. Der leere Handwagen lag mit den Rädern oben im Straßengraben. »Da liegt er gut«, sagte Kasperl, »da bleibt er, bis wir zurückkommen.« Und wo war nun die Sandspur? Sie brauchten nicht lange zu suchen. Dort führte sie in den Wald hinein. Kasperl wollte ihr eilends folgen, doch Seppel hielt ihm am Rockzipfel fest. »Warte, wir müssen uns erst verkleiden.« »Verkleiden?« »Gewiss doch, der Räuber Hotzenplotz darf uns auf keinen Fall wiedererkennen.« »Das ist richtig, aber wo nehmen wir in der Eile eine Verkleidung her?« »Furchtbar einfach. Ich leihe dir meinen Hut und bekomme dafür deine Zipfelmütze.« »Und was soll ich mit deinem Seppelhut? Dumme Frage, du sollst ihn aufsetzen. Passt er dir?« »Schlecht«, sagte Kasperl. Der Seppelhut war ihm viel zu weit. Er sah darin wie eine Vogelscheuche auf Urlaub aus. Aber Seppel fand das genau richtig. »Großartig«, sagte er, »nicht zum Wiedererkennen. Und ich mit der Zipfelmütze?« »Zum Schieflachen«, sagte Kasperl. »Großmutter fiele gleich wieder in Ohnmacht, wenn sie dich sehen könnte.« »Da bin ich beruhigt. Nun wird uns der Räuber Hotzenplotz ganz gewiss nicht erkennen. Komm, gehen wir.« »Aber Räuber sind oft gar nicht so dumm, wie sie manchmal ausschauen.« Kasperl und Seppel folgten der feinen Sandspur, die Hotzenplotz auf dem Waldboden hinterlassen hatte. Die Spur war schön deutlich zu sehen, der Wald aber wurde mit der Zeit immer dichter und finsterer. »Huch«, dachte Seppel, »ein richtiger Räuberwald. Nur zum Glück, dass wir so gut verkleidet sind.« So mochten sie bald eine Stunde gelaufen sein, da blieb Kasperl, der vorne wegging, auf einmal stehen. »Was ist?«, fragte Seppel. Die Spur auf dem Waldboden teilte sich. War das möglich? Statt einer Spur gab es plötzlich zwei Spuren. Die eine führte nach rechts und die andere nach links. »Kannst du dir das erklären, Seppel?« »Ja, Kasperl, eine von beiden muss falsch sein.« »Das fürchte ich auch, aber welche ist nun die richtige?« »Schwer zu sagen, wir müssen es ausprobieren. Am besten wir trennen uns.« »Gut, Seppel, willst du rechts oder links gehen?«
losen wir. Einverstanden? Kasperl und Seppel lost mit einem Geldstück. Seppel warf zweimal Adler und einmal Zahl. Das bedeutete er, dass er nach links gehen musste. Mach's gut und sei vorsichtig, Seppel. Ja, Kasperl, ich werde mir Mühe geben. Mach's selber gut. Ein Schuss aus der Pfefferpistole. Der Räuber Hotzenplotz strich sich grinsend den schwarzen Bart. Er freute sich, dass er den guten Einfall gehabt hatte, von dem Rest des Sandes, der in der Kiste übrig geblieben war, eine zweite Spur zu streuen. Hoffentlich waren Kasperl und Seppel so unvorsichtig und trennten sich. Am Ende der Spur sollte jeder von beiden sein blaues Wunder erleben. Dafür hatte Hotzenplotz gesorgt. Die linke Spur war die richtige, denn sie führte zur Räuberhöhle. Das Schlimme war nur, dass der Räuber Hotzenplotz kurz vor dem Höhleneingang mit schussbereiter Pistole hinter dem Stamm einer knorrigen alten Eiche stand. Im Pistolenlauf steckte zwar keine Kugel, dafür aber eine Ladung gemahlenen Pfeffers. Und ein Schuss aus der Pfefferpistole, das wusste der Räuber Hotzenplotz, war in diesem Falle genau das Richtige. »Ob der Bursche noch lang auf sich warten lässt«, dachte Hotzenplotz. Aber nein, wenn ihn nicht alles täuschte, kam da schon wer durch den Wald getappt. Richtig, dort tauchte er zwischen den Bäumen auf. Er trug eine knallrote Zipfelmütze. Der Kasperl also. Hotzenplotz konnte nicht wissen, dass das Seppels mit Kasperls Mütze war. Kaltblütig hob er die Pfefferpistole und zielte. Er zielte sehr sorgfältig, machte den Finger krumm, rumstig! Ein Blitz, ein Knall und ein Wölkchen Pulverdampf. Armer Seppel, er hatte den Schuss aus der Pfefferpistole mitten ins Gesicht bekommen. Hören und Sehen verging ihm, er nieste und spuckte und hustete ohne Unterlass, wie das brannte und kratzte und in den Augen biss. Schrecklich, schrecklich. Jetzt hatte der Räuber Hotzenplotz leichtes Spiel mit ihm. Hohnlachend band er ihm Arme und Beine mit einem Kälberstrick, lud ihn sich auf den Rücken und trug ihn in seine Räuberhöhle. Dort warf er ihn in die Ecke. »Da«, rief er, »jetzt kannst du dich ausniesen, oder bekommst du dir?« Er wartete, bis sich Seppel ein wenig erholt hatte. Als er sah, dass die Wirkung des Pfeffers nachließ, gab er ihm einen Fußtritt und spottete, »Guten Tag, Kasperl. Schön willkommen in meiner Höhle. Gefällt sie dir? Tut mir leid, dass du Schnupfen hast. Aber das lässt sich nicht ändern. Das kommt davon. Was musst du auch deine Nase in Dinge stecken, die dich nichts angehen?« Seppel konnte nicht antworten. Seppel nieste. »Zum Wohlsein, Kasperl«, sagte der Räuber Hotzenplotz. Hatte er Kasperl gesagt? »Ich bin nicht der Kasperl«, rief Seppel und musste schon wieder niesen. »Nein, nein«, meinte der Räuber Hotzenplotz grinsend, »ich weiß, dass du nicht der Kasperl bist, sondern der Kaiser von Konstantinopel.« »Nicht doch, ich bin der Seppel.« »Natürlich, natürlich, und ich bin der Wachtmeister Nimpfelmoser, falls dir das neu sein sollte.« »Ich bin aber wirklich der Seppel.« »Maul halten«, wollte der Räuber Hotzenplotz, »wenn du mich anschwindelst, werde ich grob und versohle dich mit dem Schürhaken.« »Aber horch mal.« Bim, 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 bim. Ein Glöckchen neben dem Höhleneingang am Türstock hing, bimmelte. »Weißt du, was das bedeutet?« fragte der Räuber Hotzenplotz. »Nein, das kannst du nicht wissen. Ich muss es dir also erklären. Das Bimmeln bedeutet, dass eben jetzt dein Freund Seppel in eine Grube geplumpst ist. Genauer, in eine Fallgrube. Ja, da staunst du wohl. Das verschlägt dir die Sprache, wie? Aber tröste dich, mit dem Hotzenplotz sind schon ganz andere Leute nicht fertig geworden.« Hotzenplotz lachte dröhnend und patschte sich auf die Schenkel. Dann kramte er unter dem Bett ein paar Stricke und einen Sack hervor. »Ich gehe nun deinen Freund Seppel holen, damit es dir hier nicht zu einsam wird«, sagte er. »Überlege dir unterdessen, ob du nicht doch der Kasperl bist. Viel Vergnügen einstweilen.« Trübe Aussichten. Und was hatte Kasperl inzwischen erlebt? Seit er sich von Seppel getrennt hatte, war er auf seiner Spur immer tiefer ins Dickicht geraten. Im Stillen verwünschte er nicht nur den Räuber Hotzenplotz und den elenden Weg voller Wurzeln und Dornranken, auf dem er ihn verfolgen musste, sondern auch Seppels Hut. Seppels Seppelhut rutschte ihm fortwährend ins Genick. Er konnte ihn in den Nacken schieben, so oft er wollte. Spätestens nach dem übernächsten Schritt saß er ihm wieder auf der Nase. »Vielleicht wird es besser, wenn ich ihn umdrehe«, dachte Kasperl und setzte den Hut verkehrt auf. Doch das half auch nichts. Noch oft musste Kasperl den dummen Hut in den Nacken schieben und noch öfter rutschte ihm Seppels grüner Seppelhut wieder in die Stirn, bis es plötzlich ein furchtbares Knacken und Prasseln gab und Kasperl samt Seppels Hut in eine der vielen mit Reisig bedeckten Fallgruben stürzte, von denen die Räuberhöhle umgeben war. Da saß er nun unversehens ein Stockwerk tiefer, der gute Kasperl, und rieb sich das Hinterteil. Ein Glück nur, dass er sich nichts gebrochen hatte. Das hätte leicht sein können bei dem tiefen Fall und dem harten Aufprall.
Zu dumm, dachte Kasperl und schaute sich in der Grube um. 4 senkrechte, glatte Wände und weiter nichts. Wie soll ich da jemals wieder hinauskommen? Aber da war ja noch Seppel. Der würde ihn sicher finden und hier herausholen. Schließlich war der Seppel sein bester Freund. Ob er bald aufkreuzte? Kasperl spitzte die Ohren. Es war ihm, als hörte er jemand kommen. Aber der jemand war leider nicht sein Freund Seppel, sondern der Räuber Hotzenplotz. Kasperl bekam keinen schlechten Schreck, als am Rande der Fallgrube das Gesicht mit dem struppigen schwarzen Räuberbart auftauchte. »Holla, Seppel«, rief Hotzenplotz, »hoffentlich hast du dir nicht das Genick gebrochen. Magst du dem lieben Onkel nicht guten Tag sagen? Denk mal, der Onkel Hotzenplotz ist gekommen, um dir hier wieder herauszuhelfen. Du willst doch heraus hier.« Kasperl nickte. Natürlich wollte er hier heraus. War er erst draußen, so konnte er weitersehen. Vielleicht fand er dann eine Gelegenheit zum Davonlaufen. »Pass auf«, sagte Hotzenplotz, »tu genau, was ich sage. Ich lasse dir hier an dem Strick einen Sack hinunter. So, siehst du? Und nun steig hinein, Seppel.« »In den Sack?«, fragte Kasperl zögend. »Ja, in den Sack«, sagte Hotzenplotz. »Ich will dich darin heraufziehen. Anders geht es nicht. Na nun, mach schon zum Donnerwetter und vergiss deinen Hut nicht da unten.« »Ach, richtig, der Seppelhut.« Kasperl hob ihn vom Boden auf und setzte ihn auf den Kopf. Dann stieg er in den Sack und der Räuber Hotzenplotz zog ihn daran aus der Fallgrube herauf wie in einem Aufzug. Aber als sie ihn glücklich oben hatte, tat er das, was Kasperl an seiner Stelle auch getan hätte. Er band den Sack zu. Jetzt war Kasperl erst recht gefangen. Da half alles Zappeln und Schreien nichts, Hotzenplotz warf ihn sich über die Schulter und ab in die Räuberhöhle. »So, da wären wir.« Hotzenplotz ließ den Sack neben Seppel auf den Boden plumpsen. »Nun wird sich wohl herausstellen, wer von euch beiden der Seppel und wer der Kasperl ist.« Er öffnete den Sack ein wenig, aber nur so weit, dass Kasperl den Kopf hervorstecken konnte, den Kopf mit dem Seppelhut. Weiter ließ ihn der Räuber Hotzenplotz nicht heraus. »Willst du nun endlich zugeben, dass du der Kasperl bist?« schnauzte er Seppel an. Seppel wollte auch diesmal entgegnen, dass er der Seppel sei, aber Kasperl kam ihm zuvor und zwinkerte mit den Augen. Vielleicht war es ganz nützlich, wenn der Räuber sie miteinander verwechselte. »Warum gibst du keine Antwort, Kerl?« »Wie soll er Ihnen denn antworten?« sagte Kasperl an Seppelstelle. »Sie wissen es ja viel besser, Herr Plotzenhotz.« »Plotzenhotz? Hotzenplotz heiße ich.« »Oh, Verzeihung, Herr Lotzenpotz.« »Dummkopf!« »Wieso?« »Weil ich Hotzenplotz heiße, zum Donnerwetter. Kannst du nicht einmal die einfachsten Namen merken?« »Aber natürlich, Herr Plotzenlotz.« Hotzenplotz nahm eine Prise Schnupftabak. Er sah ein, dass es keinen Zweck hatte, sich zu ärgern. Der Bursche da, dieser Seppel, war offenbar wirklich so dumm, wie er aussah mit seinem Seppelhut. Umständlich entfaltete der Räuber ein großes, kariertes Schnupftuch. Er nieste und schneuzte sich. Dann, nachdem er sich gründlich die Nase geputzt und das Taschentuch wieder weggesteckt hatte, trat er vor Kasperl und Seppel hin, hakte die Daumen in den Gürtel und hielt ihnen eine Ansprache. »Ihr wolltet mich ausspionieren, und nun seid ihr in meiner Hand«, sagte Hotzenplotz. »Das ist gut so. Ihr verdient zwar kein Mitleid. Ich könnte euch, wenn ich wollte, den Bauch aufschlitzen oder den Kragen umdrehen. Aber es passt mir nicht. Und warum nicht?« Er nahm eine weitere Prise aus seiner Tabaksdose und nieste, bevor er fortfuhr. »Weil ich mir etwas Besseres ausgedacht habe für euch. Dich, Kasperl«, er zeigte auf Seppel, »lege ich an die Kette. Du bleibst in der Räuberhöhle und wirst für mich arbeiten, bis du schwarz wirst.« »Und dich, Seppel«, Hotzenplotz zeigte auf Kasperl, »dich verkaufe ich.« »Ach, herrje«, stimmte Kasperl, »an wen denn?« »An wen?« sagte Hotzenplotz, »an den großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, meinen alten Freund.«